Genau, also recht simples Prinzip, relativ einfach bis jetzt auch noch. Und ich sag mal, schwieriger, ja, es wird schon ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn man es das erste Mal zockt. Ich habe es jetzt doch schon ein paar Mal durchgespielt. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es schon nicht so einfach. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Gut, jetzt kommen wir einmal da raus, dann schießen wir das Portal hier hoch. So, mit dem Elektroball öffnen wir dann, beziehungsweise aktivieren wir diese Plattform hier. Und über diese Plattform bekommen wir dann quasi unsere zweite Portalkanone, beziehungsweise einfach das Gegenstück zum blauen Portal. Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Kanone da einiges wert ist. Das Portalgerät oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich glaube schon, dass das ein paar Millionen einbringen würde, wenn es sowas wirklich geben würde. Gut, machen wir uns mal auf den Weg in die nächste Kammer. Jetzt muss man bei Komma 11 sein, denke ich. Oh, 12 schon. Das geht ja recht fix. Wichtig ist, dass man hier kurz einmal auf den Knopf geht, damit sich das hier bewegt. Ansonsten gibt es da eigentlich nicht wirklich eine Schwierigkeit. Den Würfel brauchen wir jetzt für diese Seite. Da müssen wir den auf den Knopf legen, damit die Tür da oben offen bleibt. Und dann können wir einfach nochmal reinspringen. Ja, und wie man hört hat, der Roboter, also GLaDOS, so heißt der, die dahinter steckt, quasi hinter dieser Stimme, hat da ein paar Probleme. Momentan. Hört sich auf jeden Fall so an, wie wenn sie es ab und zu mal aufhängt. Könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Okay, also wir brauchen ja auch wieder zwei Würfel, deswegen habe ich den einen gleich jetzt mal mitgenommen von hier. Der andere Würfel wäre da. Dazu brauchen wir aber zuerst diesen Elektroball. Dann können wir nämlich hierauf und uns den zweiten Würfel holen. Und den können wir dann platzieren, indem wir hier ein Portal machen und den Würfel einfach fallen lassen. Okay, so schon mal nicht. Wir können da auch durchgehen und den Würfel platzieren. Und dann müssen wir nur noch auf diese Plattform. So war das nicht geplant. Dann warten wir eben kurz, bis die Plattform wieder zurückkommt. Und schauen uns mal auf unseren Kopf. Halt, ich kann auch gleich hier ein Portal machen, dann braucht man nicht so lange warten.
Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Das ist die Frage, wer vermisst uns? Vermisst uns Aperture oder unsere Familie? Also es ist einfach ein bisschen zweideutig, meine ich. Okay, Test 14 von 19. Wir müssen einmal hier hoch. Die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Danke. Gut. Wir legen den Würfel hier ab. Wir können auch gleich an dieser roten Stelle ein Portal setzen. Weil uns nämlich dieses Elektroteil hier diese Plattform aktivieren muss, damit wir da weiterkommen. Und wir finden den Elektroball hier in dieser Kammer. Da müssen wir jetzt allerdings warten, bis die Plattformen wieder oben sind. Und dann platzieren wir mal unser blaues Portal. Genau, unser Siegeslift. Und was vielleicht auch noch interessant ist, bei unserem Cursor sieht man ja jetzt die Farben Blau und Orange. Und unser letztes aktives Portal wird dadurch einen Kreis gekennzeichnet. Das Portal wurde jetzt zurückgesetzt, da wir durch diesen Filter gegangen sind. Aber ich zeige es jetzt gleich nochmal. Da sieht man dann auch ganz gut, welches Portal wir jetzt gesetzt haben. Und das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, Kuchen. Dass wir Ihnen helfen dürfen, uns zu helfen. Okay, also wenn ich jetzt hier ein oranges Portal setze, sieht man jetzt beim Cursor rechts neben dem Orangen so ein Kreis oder ein O. Und das zeigt uns einfach, welches Portal wir zuletzt gesetzt haben, um das einfach später vielleicht noch ein bisschen einfacher zu machen, da wir unser Eingangsportal nicht immer sehen können. Und das, was ich hier gemacht habe, ist einfach einen beschleunigten Sprung. Das heißt, ich springe einmal rein. Durch den Fall von hier oben wird das Ganze nochmal beschleunigt und ich werde hier rüber katapultiert. So, damit haben wir den Lift aktiviert. Und wir können dann hier nach oben. Hier brauchen wir wieder einen beschleunigten Sprung. Das heißt, ich setze hier einmal ein Portal und wir müssen hier rein. Dafür gibt es dann diese Kammer daneben. Wenn wir hier reinspringen und hier nochmal ein Portal machen, wirft uns das rüber. Entschuldigung, bin ein bisschen krank momentan. Deswegen sollte ich ab und zu mal husten, tut's mir leid. Versuch so wenig wie möglich, aber naja. Gut, jetzt ist unser Ziel, diesen Elektroball nach hier zu befördern. Das heißt, wir machen hier mal ein Portal und hier ein Portal. Und aktivieren somit so, und aktivieren quasi jetzt wieder hier diese Flächen. Und wir müssen uns da jetzt einfach durch wurschteln, sage ich jetzt mal, mit Portalen. Oh Mist, verdammt. Das war jetzt definitiv nicht mein Plan. Schauen wir mal, ob vielleicht schon eine neue Plattform kommt. Jawohl. Dann warten wir hier kurz und jetzt kommen wir dann in der anderen Kammer raus.
da fangen wir dann gleich oben an. Das bedeutet, wir setzen uns da einfach ein paar Portale. Und mit diesen Knöpfen öffnen wir diese Türen. Das sind insgesamt zwei Türen. Ein Knopf regelt die erste Tür, dieser Knopf regelt die erste Tür, der die zweite. Und dann müssen wir diesen Elektroball da reinbringen. Das heißt, das muss schnell passieren. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihrer Organe spenden können? Ganz recht. Alles klar. So, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Oh, ich glaube, Test Nummer 15 müsste jetzt kommen. Na, hallo? Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Danke. Oh Mist. Das sind also diese Androiden. Sobald die uns sehen, fangen die das Schießen an. Zeig mal hier mal. Oder sie fangen eben das Schießen an, wenn sie kaputt gehen. Zum Beispiel so. Und was heißt kaputt gehen, wenn sie halt einfach umgeworfen werden, sag ich jetzt mal. Dann gehen wir doch mal hinter den. Den können wir auch mitnehmen. Der bringt uns zwar nichts, aber man könnte. Da hätten wir einen nächsten Androiden. Beziehungsweise es sind halt einige unterwegs hier. Oder was heißt unterwegs? Stehen halt einfach rum. Da hätten wir ein X. Hat nämlich diesen den Sinn, dass wir hier einen Würfel nehmen können. Und dem einfach auf den Kopf fallen lassen. Dann kippt er um. Und ja, schießt sich halt dann in den Standby-Modus oder was auch immer. Dann schnappen wir uns den zweiten Würfel. Den brauchen wir dann für diesen Androiden. Ja, und wie man sieht, durch Portale kann auch geschossen werden. Klappe. So. Na, der hat mich getroffen. So, dann packen wir den, schmeißen den damit um. Also man kann hier schon ein paar Mal getroffen werden. Aber irgendwann stirbt man dann doch. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir können hier ein Portal zum Beispiel hier machen. Und lassen den einfach mal durchfallen. Dann machen wir hier ein Portal. Schnappen uns den. Und da wir auch noch ein Androide, da machen wir hinter ihm ein Portal. Und den stellen wir am besten gleich hier drauf. Wir könnten zwar uns auch einen Würfel holen, aber mit einem Androiden wird es auch gehen. Ja, so. Und den nehmen wir mit. Sehr gut, Androiden. Ups, aufgelöst. Erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Die Androidenhölle. Wäre auf jeden Fall mal interessant, da mal reinzuspitzen, wenn ich ehrlich bin. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. So, jetzt haben wir einen Würfel mit Herzen. Das soll einfach darstellen, dass wir den jetzt die ganze Zeit brauchen. Zumindest in der Kammer. Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Er kann nicht sprechen? Was ein Abfuck. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen schneller sein, weil hinter uns kommt nämlich gleich der nächste Elektroball und wenn der uns trifft,
War es das auf jeden Fall. So, und wir haben ja schon ein oranges Portal gesetzt. Oder? Ja. Und haben somit den ersten, das erste, die erste Plattform aktiviert. Den Würfel stellen wir einmal hier hin. Der öffnet uns quasi diese Tür. Und wir öffnen die zweite Tür. Da muss wieder so ein Elektroball rein. Wir müssen also nochmal kurz zurück und. Oh. Okay. Gut, habe jetzt nicht gewusst, dass der zwei machen kann. Ich dachte immer, der kann nur einen. Aber ist auch in Ordnung. Mist. Ah, Scheiße. Ach, so geht schon mal nicht. Das Portal platzieren wir einfach ein bisschen weiter rechts. Okay, so funktioniert es auch. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Genau, und wie man sieht, wenn man stirbt, kann man an dem Test einfach weitermachen. Man muss nicht nochmal von vorne beginnen. Und unsere Aufgabe ist jetzt mit dem Würfel den Elektroball da reinzukicken. Ist manchmal Glück. Es gibt auch irgendeinen Winkel, den ich momentan leider nicht weiß, wie man das schneller hinbekommt. Aber naja, gibt auch etliche Speedruns, wo das um einiges schneller geht. Also normalerweise für einen Run. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Ja, also jetzt müssen wir diesen Würfel hier verbrennen. Das heißt, wir schnappen uns den Würfel und schmeißen ihn da rein. Tschüssi. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch.